Ja, hallo und willkommen zu den Spieleleiter-News. Ja, ihr merkt es wahrscheinlich schon, ich habe mein Format etwas umbenannt und zwar möchte ich es ab jetzt Spieleleiter-News nennen. Ganz einfach, weil ich auch mitbekommen habe, also ich habe ein bisschen lange überlegt, wie ich denn initial überhaupt das Format nenne und war nicht immer hundertprozentig glücklich mit dem Namen Spielewochenrückblick. Und habe dann jetzt auch ein Feedback bekommen, wo mir gesagt wurde, dass es von Anfang an nicht so richtig klar ist, wenn man jetzt nur den Namen liest, was denn in diesem Format alles drin ist. Und ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden, das jetzt zu Spieleiter News umzutaufen. Und ja, habe auch die bisherigen News quasi noch umbenannt im Nachhinein. Und ja, in der Zukunft auf jeden Fall wird es ab jetzt die Spieleleiter-News eben geben. Ich habe noch eine Ergänzung zu den News von letzter Woche. Dort habe ich ja die Promos, die so in dem Brettspiel-Adventskalender dieses Jahr dann enthalten sein werden, so ein bisschen angeteasert. Weil Frosted Games hat immer so jeden Tag ein neues Bild gepostet, wo man so schon sehen konnte, was da enthalten sein wird. Bei Bild Nummer 6 war noch ein Spiel offen, was wir nicht erkannt hatten. Es hat sich dann jetzt doch noch geklärt, und zwar es ist Robinson Crusoe ist das dritte Spiel gewesen. Ja, und jeder, der jetzt zu seiner Robinson Crusoe Schachtel rennt und versucht irgendwie den Bildausschnitt dort zu finden, wird sich vielleicht dann wundern. Ja, den gibt es dort nicht, weil von Robinson Crusoe wird eine Neuauflage kommen und der Bildausschnitt ist von dieser Neuauflage. Die Neuauflage ist erstmal nur in Englisch geplant, soll irgendwie dickere Pappteile enthalten, ein überarbeitetes Regelbuch, ein siebtes Szenario soll mit enthalten sein und auch die Ressourcen jetzt in Holz, in der Holzvariante. Ob es eine deutsche Version geben wird, ist unklar. Die Community ist der Meinung, dass es ja, wahrscheinlich keine geben wird, weil ich sag mal, Pegasus hat bei der Spielregel sowieso ziemlich viel dran geschliffen und die ist schon sehr, sehr gut im Vergleich zu der originalen englischen. Und hier in der Schatzkistenerweiterung, hier unten seht ihr gerade nicht, sind auch schon die Holzstücke mit enthalten. Gut, bei Portal Games konnte man die auch schon separat mitbestellen. Aber gut, wie auch immer. Dann kommen wir jetzt noch zu den restlichen zwei Bildern aus dem Frosted Games Brettspiel Adventskalender. Und zwar muss ich wieder ablesen. Bei Bild Nummer 7 haben wir Quadropolis, böhmische Dörfer und Imhotep. Ja, und dann gehen wir zügig zu Bild Nummer 8 über. Und zwar dort haben wir Guilds of London, was glaube ich noch gar nicht auf Deutsch draußen ist. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das Orakel von Delphi, natürlich der neue erwartete Stefan Feld, also der Stefan Feld-Titel, der in Essen bei Hall Games bzw. Pegasus Spiele erscheinen wird. Und dann haben wir dort noch West of Africa, was ja auch schon bei ADC Blackfire vor ein paar Monaten erschienen ist. Ja, weiter geht's mit Neuigkeiten von der vergangenen Woche dann. Und zwar Markus und Inka Brandt haben ein neues Spiel offiziell vorstellen können. Und zwar nochmal heißt das. Und das hat auf der BerlinCon bei Hunter und Kronen schon im Livestream, sage ich mal, so ein bisschen Premiere gefeiert, weil dort kann man es schon sehen, wie das Spiel so aussehen wird. Das ist, ja, ich würde sagen, es erinnert mich ein bisschen an Quicks, weil man hat irgendwie auf jeden Fall Würfel, andere Spieler können von den Würfeln mit profitieren, die man gewürfelt hat. Und man muss auf einem vorgegebenen Blatt dann entsprechend dem, was man dann so gewürfelt hat, etwas ankreuzen. Da gibt es halt gewisse Ankreuzregeln, sag ich mal. Nur muss man eben keine Zahlen ankreuzen, sondern, ja, ich sag mal, so Tetris-Formen. Unterschiedlich farbige Tetris-Formen sind auf dem Blatt abgebildet. Wenn es euch näher interessiert, könnt ihr euch ja den Link in der Videobeschreibung mal anschauen. Dort ist das Video von Hunter und Kronen mit verlinkt. Und das Spiel soll auch in Essen dieses Jahr dann erscheinen. Ja, dann Fantasy Flight, den Namen werden wir heute noch öfters hören, weil irgendwie Fantasy Flight Games hat in dieser Woche so richtig Kracher rausgehauen, also am laufenden Band.
Weiß nicht, ob irgendwie das noch alles unbedingt vor GenCon released oder beziehungsweise die Informationen veröffentlicht werden sollten. Gut, wie auch immer, fangen wir mit der ersten Fantasy Flight Games Info an. Star Wars Armada, also das Miniaturenspiel im Star Wars Universum, also das quasi, sag mal, das andere neben X-Wing, bekommt eine Kampagnenerweiterung, Corellian Conflict heißt die, ja, in der man ganz einfach dann eben eine Kampagne spielen kann. Normalerweise ist ja Star Wars Armada eher so ein Duellspiel, also quasi 1 gegen 1. Und ja, wird in Quartal 4 diesen Jahres auf Englisch erscheinen. Auf Deutsch gibt es bisher noch keine Ankündigung. Ja, und dann noch weiter mit Fantasy Flight Games News. Ein Riesenkracher, der, sagen wir mal, das ganze soziale Netzwerk im Internet erschüttert hat so ein bisschen. Wilden des Wahnsinns oder beziehungsweise auch Mansion of Madness Edition 2 wird kommen, und zwar schon nächste Woche. Auf der Gen Con wird die zweite Edition bereits released werden, und das Interessante dabei ist, ähnlich zu Descent, zweite Edition, wo aber erst jetzt vor einem halben Jahr oder beziehungsweise vor ein paar Monaten eine App rauskam, die quasi den Overlord ersetzt, kommt Wilden des Wahnsinns von Anfang an mit einer App und ist sogar auch exklusiv nur mit dieser App spielbar. Also das heißt, ermöglicht auch, dass direkt auf der Schachtel steht dann drauf eben von 1 bis 5 Spieler und ist jetzt eben voll kooperativ, weil der Spielleiter dort auch rausgestrichen wurde. Für Besitzer der ersten Edition ist ein Conversion Kit mit in der Schachtel diesmal dabei. Also nicht wie bei Descent damals, wo es dieses extra Conversion Kit gab, was auf jeden Fall auf Deutsch schon lange, lange, lange out of print ist, wo sehr hohe Preise auf eBay jetzt damit erzielt werden. Und ja, wie gesagt, diesmal gleich mit in der Schachtel mit dabei. Und es gibt schon so ein paar Informationen zur App, was die so alles kann. Also dieses ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Die steuert einen wirklich durch die ganzen Räume und gibt einen auch sogar Puzzlespiele vor. Also das heißt, Rätsel werden jetzt direkt in der App mit in das Spiel integriert. Und ja, und das Beste eigentlich daran ist, der Heidelberger Spieleverlag hat schon angekündigt, dass er Wilden des Wahnsinns bereits dieses Jahr noch in Quartal 4 auf Deutsch bringen wird. Ja, also da freue ich mich riesig drauf, weil Wilden des Wahnsinns habe ich zwar noch nicht, aber hat mich immer sehr interessiert. Ja, dann wieder zurück zu Star Wars. Und zwar Star Wars Rebellion hat es jetzt in der deutschen Version auch in Deutschland in die Läden geschafft. Ist seit dieser Woche, beziehungsweise dann auch so ab nächster Woche dann in den Läden verfügbar und in den Online-Shops bestellbar. Und ja, bin ich auf jeden Fall auch sehr interessiert dran. Dann ist eine Erweiterung angekündigt worden jetzt von Dixit. Mittlerweile ist es schon die 7. Erweiterung. Auf Facebook hat Asmodee Deutschland schon 3 Bilder, die man sich vorab anschauen kann, gepostet. Und ja, die Erweiterung wird Revelations heißen und auch im Oktober zur Spiel in Essen erscheinen. Dann gibt es mal wieder eine App-Umsetzung für ein Spiel, und zwar diesmal ist es Heroes over Normandy. Gibt es ja auch auf Deutsch, ist beim Schwerkraft Verlag erschienen, Helden der Normandie. Und ja, ist ein 2-Personen-Taktikspiel mit Kriegsthema natürlich. Zweiter Weltkrieg ist da das Thema. Und ja, gibt es jetzt eine App-Umsetzung dazu, ist auch schon rausgekommen diese Woche direkt fürs iPad und kostet 15 Euro bzw. 14,99 €. Ist auch in Deutschland erhältlich, allerdings halt eben in englischer Sprache. Ja, und dann wurde es jetzt endlich offiziell vorgestellt. Ich habe ja vor einiger Zeit in meinen Spieleleiter-News schon mal einen kleinen Sneak von einer Erweiterung zu Seven Wonders Duel kurz gezeigt. Und jetzt wurde die Erweiterung Pantheon offiziell vorgestellt. Ja, man sieht noch ein bisschen mehr Bilder dazu, auch ein bisschen, was da enthalten sein soll. Also es gibt quasi zwei neue Weltwunder, und dann gibt es jetzt eben so ein Tableau,
wo man verschiedene Götter anlegt und ja, die Gunst der Götter wollen wir irgendwie halt anwerben, um dann verschiedene Boni dadurch zu bekommen. Was ich leider noch nicht gefunden habe, ist ein Erscheinungsdatum, aber ich sag mal so, wie die Bilder jetzt aussahen und ja, würde ich vermuten, dass es vielleicht auch in Essen dann schon erscheinen wird. Ja, und dann noch was aus dem Bereich Kickstarter, wobei funden oder beziehungsweise gefundet ist das Projekt schon, also man kann dort nicht mehr mitmachen, aber ich fand es trotzdem irgendwie witzig, weil ich das irgendwie noch nie gesehen hatte. Ich sag mal, Würfeltürme, die kennt ja mittlerweile wahrscheinlich schon jeder, gibt es ja in allen möglichen Form und Facetten, aber eine Firma, die sonst so auch so Metallmünzen, eben Spielezubehör herstellt, hat auf Kickstarter eine Kampagne gehabt, die hat Dice Throwers enthalten. Also sprich Dice Throwers, eben halt so Katapulte, wo man dann die Würfel reinlegt und dann gegen so eine Wand schleudert. Ja, finde ich ganz coole Sache irgendwie. Leider habe ich gesehen, dass die Dice Throwers wohl Kickstarter-exklusiv sind. Ich habe mal kurz auf der Homepage geschaut, habe sie dort auch nicht gefunden und weiß nicht, ob man noch irgendwie Late Pledge oder sowas machen könnte. Ja, also ansonsten kann man nur hoffen, dass es für Interessierte vielleicht auch irgendwie dann Retail verfügbar sein wird. Ja, und zum Abschluss wieder von Fantasy Flight Games. Sie haben noch einen Kracher diese Woche und ja, auf jeden Fall Neuauflage, neu modellierte Figuren. Die Figuren sehen aber trotzdem so oder sind noch so ähnlich wie die von der ersten Auflage, aber natürlich jetzt viel detaillierter und auch die Grafik ist alles nochmal ein bisschen überholt. Ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich gefunden, was es für inhaltliche Unterschiede noch geben soll zwischen erster und zweiter Edition. In Quartal 4 diesen Jahres soll es dann bereits schon erscheinen und Heidelberger Spielverlag hat sich aber noch nicht irgendwie zu einer deutschen Umsetzung dazu geäußert. Ja, das war es auch schon von den News für diese Woche. Kurze Vorankündigung, ich habe mir überlegt, in Hinsicht jetzt auch auf Essen, da gibt es natürlich wieder Unmengen an Neuheiten. Beim Verlag direkt gibt es jetzt schon eine Neuheitenliste, die jede Woche gepflegt wird bzw. geupdatet wird. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht so ungefähr so alle 2 Wochen einfach irgendwie ein Update gebe in Videoform eben und kurz euch erzähle, was mich auf jeden Fall interessiert, was euch vielleicht auch interessiert, was es eben an Neuheiten auf der Spiel schon angekündigt gibt und ja, mal gucken, ich denke vielleicht diese oder nächste Woche werde ich dann das Format starten. Ja, ansonsten, das war's dann jetzt endgültig für heute. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.